Grüezi und hallo bei Einfach Backen. Heute gibt's eine Kinderlokomotivtorte. Wir starten gleich mit den Rädern. Da habe ich mir zwei Mürbeteigplatten, eine hell, eine dunkel ausgerollt. Da steche ich mir die rund aus und zugleich noch mit einem Blütenausstecher die Kreise innen, die ich dann wieder fülle mit dem Dunkelmürbeteig. So sieht das Ganze dann danach aus. Dann stelle ich mir die gewünschte Stückzahl her und backe die bei 190 Grad 10 Minuten. Weiter geht's gleich mit der Grundplatte, wo dann die ganze Torte drauf kommt. Die habe ich mir grün eingepackt und gebe jetzt mit braunem Fondant die Schiene oben drauf. Ihr müsst entschuldigen, ich musste das Video ein bisschen beschleunigen, sonst würde euch wahrscheinlich das Gesicht einschlafen. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wollt ihr es lieber länger haben? Dann kann ich es auch wirklich Schritt für Schritt machen. Aber ich denke, aus meiner Sicht kann das wahrscheinlich schon reichen. So, die Schienen noch aufgesetzt und die Zwischenräume fülle ich jetzt mit Schokolade auf. Da wird mir noch ein klasse Effekt erhalten. Und das wirklich fast wie eine echte Eisenbahnschiene aussieht. Dein Pinsel fülle ich jetzt da schön exakt die Zwischenräume aus. So, das brechen wir mal ab und gehen weiter zu dem Biskuit. Und da, wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich mir immer so eine Tortenrahmen bereit habe und mir dann die Torte rausschneide. Da gibt es sonst noch ein Video auf meinem Kanal dazu. So, oberste Teil habe ich ein bisschen erhöht und einfach noch ein Stück raufgesetzt. Nicht mal angeklebt, die Seiten auch nicht eingestrichen. Einfach so, dann mit Fondant eingeschlagen. Das hält, das habe ich auch übersprungen, um die Zeit ein bisschen zu beschleunigen. So, jetzt sehen wir wieder die Räder vom Anfang. Die bringe ich jetzt da an. Die habe ich, wie gesagt, bei 190 Grad circa 10 Minuten gebacken. Die Torte ist ziemlich groß. Die reicht für sicher 25 Personen. Und daher wirkt sie vielleicht ein bisschen plump. Aber ich denke, für einen Kindergeburtstag ist das sicher cool. Vor allem, wenn wir dann die Dekoration machen mit den Gummibärchen und den Keksen und so weiter. So, jetzt kommen die Gummibärchen auch schon. Ich finde auch, es heißt ja einfach backen bei mir und man muss auch wirklich nicht immer jede Dekoration selber herstellen. Man kann sich da auch auf altbewährte Hausmittel zurückgreifen oder sonst halt auch mal was kaufen. So, da halbiere ich mir die gefüllten Kekse einfach und lege die oben drauf. So, zweiter Lock. Da wechsle ich immer ab. Zweimal Kekse und dreimal Gummibärchen. Da achte ich eigentlich auch drauf, dass nicht immer die gleiche Farbe Gummibärchen nebeneinander ist, um optisch noch eine gute Wirkung zu erzielen. Bam, bam, bam. So, jetzt da noch ein bisschen Smarties oben drauf, für die Farben noch ein bisschen mehr hervorzuheben. Aber das könnt ihr ja dekorieren, wie ihr wollt. Ich habe mich jetzt dafür eine einfache Variante entschieden. Musste da auch ein bisschen schnell gehen und daher, ja. Jetzt machen wir noch die Zwischenräume, eine Verbindung zwischen dem Waggon und den Loks. Da kommt noch eine Vulkankerze zuvorderst rein.
Dann nehme ich mir den Rollfondant gleich schwarz eingefärbten, roll mir den dünn aus, mach da mit einem Modellierstäbchen ein kleines Loch, damit ich dann das da einfügen kann. Das klebe ich auch nicht an, das hält so. Wirklich ein bisschen in die Spitze rollen und dann ist das kein Problem. Ich hoffe, die deutschen und die österreichischen Freunde, die verstehen meine Deutsch. Ich werde mich jetzt zum letzten Mal dafür entschuldigen. So. Die Verbindungen sind gleich fertig. Und somit die Torte auch bald. Was machen wir jetzt noch? Die Dekoration mit weißem Fondant, die Fenster noch hinzufügen. Dann werde ich die Grundplatte noch mit ein wenig Blumen bedecken. Und das war's dann auch schon. Eine einfache Torte, ein bisschen mehr Aufwand als die anderen, die ich bis jetzt gezeigt habe. Das war's auch schon. Gebt mir einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Euer Marcel von Einfach Backen.